Willkommen zum Sumpf in Witcher 3 Wild Hunt. Wir stehen hier immer noch umringt von jede Menge Toten rum, die ich überhaupt nicht leiden kann, und scheinbar ein Nebling. Das Schöne an Nebling ist, dass sie zum Glück relativ easy tot zu kriegen sind. Ich hoffe es wirklich. Es ist auch ein Nebling. Normaler, was nutzt das? Was, Ignis Fautus? Das Monster in den Torfstichen Welands erwies sich jetzt uralter Nebling. Diese Kreaturen leben ungewöhnlich lange. Einige bewohnen die Erde schon seit über 200 Jahren und werden permanent stärker. Hiebe von Neblingen solchen Alters sind derart massiv, dass man unmöglich blocken kann. Außerdem sind Neblinge so flink, dass nicht einmal Irden sie bremsen kann. Zu einem Überfluss können sie auch noch vollständig mit den Nebel verschmelzen, um dann je von hinten zuzuschlagen. Es ist also geboten, einen guten Rüstung zu tragen und weisen geworfen Quennzeichen zu machen. Habe ich Nekrophagenöl? Nö. Aber warte mal, vielleicht kann ich das spontan zusammenbrauen. War denn hier Handwerk? Da. Ich müsste ja eigentlich zumindest wissen, wie Nekrophagenöl geht. Kann ich nicht. Was ist denn hier? Ach, warte, das ist bei Alchemie. Ich bin auch dämlich. Greifenabsud. Was macht der? Lächeln scheint für die restlichen. Blaues Mutagen. Ach, siehst du, ich könnte ein blaues Mutagen herstellen, oder? Das machen wir mal eben. Das kann nur gut sein. So, Karteschen. Ah, ich kann Karteschen bauen. Habe ich noch keine gebaut? Da baue ich jetzt endlich mal welche. Die sehen gut aus. Das ist weißer Honig. Ja, gut. Ja, bauen wir auch mal. Ich habe gerade so schön viel Schnaps. Das Bestienöl. Wolfsleber. Ja, das ist... Ich baue einfach mal alles. Nekrophagenöl. Hervorragend. Da haben wir es übrigens auch. Jetzt sind meine Blumen leider alle. Na gut, das... erstmal, ich habe Karteschen. Das ist schon mal ganz wichtig, weil die würde ich dann nämlich gerne erstmal auf meinen Außenslot hier raufziehen. Die Karteschen sind immer meine Lieblingsgranaten, aber auch nur, weil ich in Witcher 2 davon 10 Millionen Stück tragen konnte. Geht zwar gerade nicht, aber es sollen ja angeblich irgendwie später mal mehr werden. So, wo sind die Dinger jetzt denn hier? Das ist nämlich, weil aktuell werfe ich nicht. Was werfe ich gerade aktuell? Tanzender Stern. Ja, nämlich Tanzender Stern ist absoluter Mist. Magische Fähigkeiten blockieren. Ja, gut, das ist jetzt gerade nicht so relevant. Ja, gut, das ist. Tanzender Stern ist da schon fast schon besser. Die magische Laterne ist ein gewöhnlicher Gegenstand. Wollte wohl noch erzählt, wie das Ding super, super uralt ist. Aber egal. Vergiften wir mal unser Schwert. Und dann gucken wir mal, was das wird gegen den Nebling hier. Der steht hier irgendwo, wo es keinen Sauerstoff gibt. Das macht es nicht gerade einfacher. Achso, ich sollte das Ding mal direkt zaubern. Finde den Nebling mit Hilfe der Illusion. Warte mal, hier war noch gerade Spuren. Ja, den Nebling zu finden ist gar nicht so einfach. Muss der unbedingt im Sumpf stehen? Das wäre mir recht... Wie lange hält mein Quennzeichen eigentlich? Sehe ich das irgendwo? Das Vieh wird da aber nicht genau im Zentrum stehen. Das ist jetzt zwar sehr witzig, aber... Ja, ich renne hier mal durchs Hustegebiet durch. Und zwar auch recast ab und zu mal mein Ding. Ja. Ich ahne ja schon, dass ich einfach ganz plötzlich von... Oh, ich habe übrigens ein Pferd gefunden. Das ist schön, aber ich muss hier mal kurz Luft schnappen. Na? Ah ja, gut. Ich kann also hier einfach 5 Meter hochrennen, dann halt kriege ich wieder Luft. Das ist, so kann ich hier mit den... Das ist ein Pferd. Oh. Da sind ja Spuren. Ich glaube, ich laufe gerade die Spuren rückwärts, oder? Ah, ich glaube, die Spuren rückwärts. Ich bin doof. Na gut, dann laufen wir wieder in Sauerstoff. Warte mal, die Kisten davon habe ich noch nicht geplündert. Ach, naja, so ein Versäumnis aber auch. Warte mal, gucken wir in die andere Richtung nochmal. Ich sollte vielleicht nochmal kurz Quen nochmal aufs Neue. Ach, warte, da hinten ist eine riesengroße Tür im Wald. Und ich habe das Ding bloß nicht. Naja. Ach so! Das Ding versteckt sich in einer magischen Höhle, die einfach. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Ja, ich sollte vielleicht mal vorher nochmal Luft schnappen. Dum, 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 dum. Da ist nicht die ganze Höhle, ist auch verseucht. Das wäre sehr ärgerlich. Noch mehr totes Tier? Ja, das sieht leider aus wie die perfekte Höhle für einen Nebling. Möchte vielleicht sogar mit uns reden? Obwohl Nekrophagen reden selten mit Leuten. Oh, ist das ein Soldat Nilfgaard? Da fehlt aber ein bisschen was, oder?
Haben die Dinge nicht normalerweise mehr Körper? Haha! Okay, das bringt's schon mal nicht. Was mir übrigens gerade mal so auffällt, der Nebling ist ganz schön groß. Der ist auf jeden Fall besiegbar. Oha. Aber auch nur mit Tricks, mit... Boah, ganz schön neblig hier. Was? Altens, okay, gut, das macht's natürlich... Okay, dass er mich mit zwei Schlag tötet, macht's natürlich nicht unbedingt leichter. Aber mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht das andere Elixier auch noch trinken, das mehr Schaden macht. Ich sollte vielleicht was essen. Das ist bestimmte Fähigkeiten beeinflussen, die Wirkungsweise. Ich sollte vielleicht doch mal was mit Quen leveln. Okay, den nächsten Slot werde ich dann Quen widmen. Ich muss sowieso noch ein bisschen was in der Magiesparte machen, damit ich besser kämpfen kann. Kann ich den Nebel nicht aber anzünden? Ach, Mann. Abwarten. Was die finsteren Wege der Hexe wird, lassen sich mit einer Fackel erleuchten. Der Trankatze ist ebenfalls nötig, damit man noch absoluter Finsternis sehen kann. Ja, ist toll. Wo ich eigentlich erwartet hätte, dass die Hexer von vornherein schon im Dunkeln sehen können, weil die haben ja eigentlich Katzenaugen. Also, das bietet sich auch eigentlich an, im Dunkeln sehen zu können, oder? Hier war ich, hier habe ich erst das Kicksafe gelegt. Ja, das war natürlich sehr gut von mir. Wie lange hält eigentlich mein Verfluchten, was ich da auf meinen Dings drauf habe? Eine Illusion. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Macht's natürlich ein bisschen einfacher. So, dann sehen wir mal, gucken, was wir uns vorbereiten haben. Wie lange hält das Zeug da drauf noch? So, Angriff. Achso, warte mal. Das war der Angriff. Kleine Scheine. Okay, wir benutzen erstmal unser Emergency-Reparaturset hier. Sie macht immer noch plus minus 9 Schaden. Also minus 9 Schaden. Jetzt schaut sie meine Rüstung aus. Ach, das bringt es ja auch nicht darum, wie großartig das auszulegen. Ich könnte maximal. Schon so Verstümmelung. Habe ich keine bessere Trophäe, die irgendwie mehr Lebenspunkte macht? Egal. Das, ich habe auf jeden Fall das Nekrophagenöl schon drauf gekippt. Was könnte ich noch was nehmen? Ich könnte noch. Was ist denn das hier? Weißer Honig. Nein. Hält die Angriffskraft. Das könnte tatsächlich was bringen, aber es wirkt halt nicht so lange, ne? Ja, 30 Sekunden. Pff. Da werfe ich, glaube ich, lieber eine Bombe. Apropos Bombe werfen, die sollte ich dann vielleicht auch mal ausrüsten. So, dann gucken wir mal, was das wird hier nochmal. Das ist... So, okay. Was? Achso, das war so ein Level 0-Nebling. Ich wollte mich gerade wundern, warum das Vieh auf einmal. Warum das Vieh auf einmal fast tot ist. Das wäre zwar sehr witzig gewesen, wenn das so funktioniert hätte. Und die halt nicht einfach den Nebel hauen. Ich gebe zu, das ist, wo bin das hier hin? Ich bin ja geneigt, meine Armbrust auszurüsten. Lass dir mal ein bisschen Zeit, komischer Nebling. Ich brauche nur Zeit, bis meine Regeneration einsetzt. Das hat mich ja gar nicht getroffen. Ja, so ein Schild gezaubert. Hätte ich sogar ausgefallen, hätte ich jetzt meinen Luxus gehabt und hätte ich nie zaubern können. Holo. Verdammt. Oh, das Vieh brennt. Das Vieh brennt tatsächlich überraschend gut.
Ich würde gerne Quen zaubern. Das sollte ich öfter machen mit Igni. Ach, wenn das natürlich zu weit weg steht, dann funktioniert das mit Igni natürlich auch nicht. Also Igni ist nicht die Patentlösung gegen das Vieh. Naja, Igni trifft die meiste Zeit eher nicht. Oh, das hat getroffen? Wow. Also theoretisch würde ich das Vieh auch mit Igni tot kriegen. Wenn ich genug Geduld hätte für sowas. Hab ich auch nicht. Oh. Es brennt aber auch gut. Ich bin echt beeindruckt. Wie gut eigentlich. Aber trotzdem möchte ich nicht ohne aktives Quenchschild rumrennen. Man sieht das Vieh ja eigentlich auch. Hulu! Himbeersaft habe ich noch. Weltklasse. Wenn Essen noch nicht so unfassbar teuer wäre, sei ich ein bisschen. Was? Warum? Ich hatte doch ein Schild! Wie jetzt? Warum müssen wir das jetzt immer mal weg? Habe ich ernsthaft länger gewartet, wie das Quenchschild hält? Och, das ist doch so behindert, dass man nicht sieht, ob das aktiv ist oder nicht. Also mit einer Overlay-Anzeige, weil das Ding, was da im Rücken rumschwirrt, das sieht man nicht mehr. Oh Mann, regt mich das schon wieder auf. Lass außerdem die beste Taktik im Kampf gegen Monster. Wenn du gegen Menschen kämpfst, pariere Angriffe mit deinem Schwert. Ja, das ist. Mann, das Vieh war schon so gut wie tot. Und dann ist dieses verdammte Quenchschild. Ich muss das echt leveln, dass das. Ah! Regt mich das auf. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass dieses Vieh da 1 abbrennt. Das heißt, ich kann halt wahrscheinlich auch sehr gut mit Igni platt machen, wenn das ist. Ach. Auf jeden Fall bringt mir eine Fähigkeit mit, dass ich zaubern kann, wenn mit Adrenalin, die ist echt super. Die ist Gold wert, möchte ich fast sagen, weil das. Ja, ich kann hier dreimal miteinander was casten. Also gerade das Feuer. Casten, ja. Casten. Ja, gerade das Feuer hört richtig rein. Übrigens, mir fällt auf, dass Ladezeiten nicht ganz so lang sind, wenn man. Achso, ich muss das Video gleich nochmal neu machen, oder? Das Vieh macht aber auch erst Nebel. Dum-dum-dum-dum-dum. Die Granaten noch nicht treffen. Ja, das Vieh immer getroffen, aber ich muss, glaube ich, gleich Quen mal neu zaubern. Jetzt muss ich definitiv Quen neu nachzaubern. Ich weiß übrigens gerade spontan nicht, wo er ist. Das ist schlecht. Und wie sind seine Mini-Nebel? Was? Oh! Man kann das Vieh auf einmal so oft zuschlagen. Also scheinbar ist es auch ein bisschen Glück, wenn nämlich Igni nicht ihn anbrennt, dann wird er scheinbar nicht gestaggert und dann kann er weiter zuschlagen. Dann bin ich recht schnell tot, weil mein Quenchschild natürlich nicht so cool ist. Ja, ich brauche ein besseres Quenchschild. Einmal am besten, das ist, ja, ich sollte vielleicht aufhören, das mit so irgendwie das ganz so süß zu machen mit Igni, sondern das Vieh einfach ganz oldschool kaputt hämmern mit meinem Schwert. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ach ja. Die Bücher, die mit bestimmten Monstertypen beschäftigen, da halten mehr Informationen über das Kämpfen der Monster. Ach, ist ja schön. Ja, gut, meistens läuft es darauf hinaus, dass ich Igni draufzauber auf alles, was nicht so schnell ist. Obwohl Igni nicht so gut ist wie in den Vorgängern. Ja gut, in den. Ja doch, also Igni, das ist gerade das hochgelevelte Igni war eigentlich in Witcher 2 schon ziemlich gut. Das ist mit dem Massenfeuerball, das hat schon gut reingehauen. In Witcher 1 war Igni ja komplett overpowered. So, jetzt mache ich gleich diese kack anderen Geister kaputt. Das ist. Sonst regen die mich bloß wieder auf. Das war mein Schild übrigens.
Upp. Der Nebel. Ich muss mal kurz ein bisschen warten. Ich hätte vielleicht doch vorher rasten sollen, einfach warten sollen, bis meine Schwalbetränke wieder gut sind. Das gegrillte Schweinefleisch heilt übrigens ordentlich. Schade ich nicht mehr. Hallo! Ich bin gerade ein bisschen entsetzt. Dass das Vieh das dazu gerade. Ich habe Faustus getroffen für einen. Also für null. Hallo. Meist das. Ach ne, gut, das heißt gar nicht Faustus, sondern Fatus. Brauchen wir nochmal ein neues Schild raus. Welches Gefühl, dass dieser Nebling irgendwie sehr anstrengend werden möchte. Wir hatten ihn schon fast. Verdammt! Halten beides. Erstmal die Illusion umbringen. Das verschafft mir auch mehr Zeit. Also wie wird das Vieh gerade anstrengend als beim ersten Versuch? Es brennt nicht, verdammt! Ach. Das ist wie beim ersten Mal. Das Vieh beim ersten Mal direkt in Flammen aufgegangen, da war super. Das war auf jeden Fall die Chance, das Platz zu hauen. Trau dich! Oh, warte, ich hab gar kein Schild mehr, oder? Doch, hab ich. Das war vielleicht ein bisschen früh. Es traut sich auch gar nicht. Hier ins Licht traut sich das Vieh auch gar nicht. Upsala. Da waren wir jetzt gerade beide überrascht. Ja. Oh, jetzt hab ich gerade kurz die Orientierung verloren, wo der echte Nebling ist. Oh, warte, aber jetzt ist aber mein Schild nicht mehr. Jetzt ist mein Schild nicht mehr da und ich. Hallo. Hat mir dann da Schaden gemacht. Was hat mir gerade erhebliche Mengen an Schaden gemacht? Aber ich kann mich auch kurz mal hier rausstellen. Das Vieh traut sich ja bekannterweise hier nicht so doll in die Region hier rein. Also hier draußen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein Schild. Müssen wir ihn eigentlich, wenn wir ihn jetzt noch mal einmal günstig ausweichen können. Ja. Ah, es hat nicht ganz gereicht. Ja, brennt nicht. Was zur Hölle? Das Vieh macht ab und zu mal so komplett unvorhersehbar viel Schaden. Oder Himbeersaft, der heilt aber auch gut. Siehst du, jetzt habe ich meine Kartuschen gar nicht geworfen. Das wäre die Chance gewesen dafür. Ja, das Vieh taucht wirklich nur da unten auf. Oh, 355 Damage? Ha! Nebling-Mutant mutagen. Aha. Dum, 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 dum. Ich frag mich hier ernsthaft, was ich da als Trophäe nehme, aber mal sehen, was haben wir da Schönes. Eine Mittagsverschwendung? Wo wollte ich denn die über Meier? Ach, die habe ich jetzt direkt am Gürtel. Schnell. Bonusgold! Naja, gut, das ist immer noch besser als Schangen verstümmeln, was mir sowieso. Was haben wir hier noch? Carabella? Relikt? Kommt das denn her? Ich meine, das ist zwar schlechter als alles andere, was ich habe, aber trotzdem. Wo ich denn das gute Stück über Meier her? Wann habe ich denn das gefunden? Ja, es hat drei Slots drauf. Das sollte ich mir vielleicht doch mal überlegen, ein bisschen Schaden zu opfern. Obwohl, das heißt ein bisschen Schaden. Das ist ganz schön, wie Schaden ich da opfern muss. Was sind das für Level? 5? Ach. Aber trotzdem, das wäre, glaube ich, besser, wenn ich in das Ding hier einfach 5 Steine reinballer. Also irgendwie eine Igniglyphe, eine Quennen und. Oh ne, aber die große Quennen-Rune am besten. Dann würde ich damit, glaube ich, viel besser fahren, oder?
böse Anlegen. Egal, warte mal, ich muss mal kurz gucken, was ich da von dieses Mutagen gerade endlich gefunden habe. Habe ich eigentlich noch einen Skillpunkt? Nee, leider nicht. Schade, aber noch hier. Wir haben noch ein Mutagen. Erstmal. Ach, ich hatte meinen Zeichen, dass die Mutagen gar nicht drin. Das erklärt das. Na gut, was haben wir jetzt hier? Gesundheit. Wo ist denn jetzt hier das? Greifmutagen? Wahrscheinlich ist das Nebling-Mutagen genauso schlecht wie alle anderen. Ja, das ist einfach nur ein. Das Nebling-Mutagen ist einfach nur ein blaues Mutagen, wie der anderen auch. So, hat er in seiner Höhle durch Zufall der gute Nebling noch irgendwas gehortet? Ist das jetzt wieder der Weg, den ich reinkommen bin? Nee. Was haben wir hier noch? Och, naja. Oh, Schema, Spiegelung, Artikon, was auch immer das sein mag. Ich muss dann aber irgendwie mal gucken, ob ich beim Herlager der Dings irgendwie noch was finde. Oh, was denn? Und Florin, okay. Ein Florin hat er in seiner verbrannten Leiche und. Okay, ich mir. Na gut, wie man sei. Das machen wir alles in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, hier Witcher 3, White Hunt. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.